Wie gut sind die Kinder in ihrem Kindergarten aufgehoben? Im Europakindergarten in Wiener Neudorf konnte man sich davon selbst ein Bild machen. Wir sind hier im Kindergarten Europaplatz. Das ist unser Kindergarten, den die Gemeinde in den 70er Jahren hier errichtet hat. Ein wunderschöner Kindergarten hier in diesem schönen Schulpark, Kindergartenpark, Bildungscampus, wie wir ihn jetzt nennen. Und wir haben heute hier die Kinder alle getroffen. Die haben schon sehr viele Aufführungen heute gemacht. Wir haben die ganze Woche Tag der offenen Tür. Und darum sind wir heute hier alle zusammengekommen. Der Kindergarten hier in Wiener Neudorf zeichnet sich durch viele, viele Besonderheiten aus. Heute haben wir hier ein Kaffeehaus. Was steckt dahinter? Dass die Kinder sich präsentieren können, dass die Eltern einen Einblick in den Kindergarten bekommen, hier gemütlich beisammensitzen können, sich austauschen können und ja, die Kinder beim Servieren und Abräumen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie so das ganze Jahr über erworben haben und präsentieren können oder einfach herzeigen können. Wir haben ja insgesamt drei Kindergärten in Wiener Neudorf. Wisst ihr das eigentlich? Gibt es einen großen Kindergarten noch am Reisenbauerring und einen großen Kindergarten gibt es noch in der Anhängerstraße. Da wird jetzt der Kindergarten Anhängerpark ganz neu gebaut. Und das ist dann auch ein viergruppiger Kindergarten. Wie viele Kinder gibt es denn hier im Kindergarten? Über 100. Das heißt, ein reger Zuwachs und die Eltern, die heute kommen oder die nächsten Tage kommen, können sich jetzt im Detail worüber informieren? Ja, sie sehen über Fotos, die über den Beamer laufen, was wir so das ganze Jahr im Kindergarten tun, denn alles können wir nicht vor Ort präsentieren. Wir wollen die Kinder nicht zur Schau stellen, aber die Fotos geben gut Aufschluss, was so bei uns das ganze Jahr über geschieht. Einblicke in die Gruppe sind natürlich gestattet, sofern nicht gerade etwas passiert in der Gruppe, wo man gerne alleine sein möchte. Dieser Freiraum ist für die Kinder zu beachten. Unsere Volksschule ist ja auch groß, die ist gleich daneben. Das heißt, die Kinder können vom Kindergarten dann gleich in die Volksschule wandern. Wie anstrengend oder wie schwierig ist es denn, mit so vielen Kindern hier zurechtzukommen? Gar nicht, wenn man ein gutes Team hinter sich hat, wenn man eine Gemeinde hat, die hinter einem steht und ganz hinten dann noch das Land Niederösterreich, also perfekt.